Fußball ist eine der beliebtesten Sportarten der Welt. Und auch wenn ein Fußballspiel eigentlich von dem fließenden Ballbesitzwechsel und den wenigen Spielunterbrechungen lebt, sind Standardsituationen in vielen Spielen die wichtigsten Momente. Sie entscheiden ganze Spiele oder sogar Turniere und sind oft die spannendsten Augenblicke einer Partie und im Gegensatz zum normalen Spielaufbau lassen sie sich viel besser trainieren. Deshalb lässt sich übrigens auch in den letzten Jahren sehen, dass Standardsituationen im Fußball immer wichtiger werden. So wurde zum Beispiel bei der FIFA-WM 2018 ein neuer Standard-Torrekord aufgestellt, mit 68 Standardtoren in 62 Spielen. Deswegen und weil sie so unterhaltsam sind, zeigen wir euch jetzt die kuriosesten Standardsituationen in der Fußballgeschichte. Mit dabei sind natürlich krasse Elfmeter, einmalige Freistöße, kuriose Ecken und sogar ein paar ausgefallene An- und Abstöße. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Comments, wer euer persönlicher Lieblingsspieler ist. Wir sind gespannt. Fangen wir an mit der ersten Kategorie von Standardsituationen, und zwar den Ecken. Genauer gesagt mit dieser Ecke hier. In einem Spiel der U21-Mannschaft von Everton versuchten drei Spieler eine Eckvariante, die sie im Training ausgeklügelt hatten. Mit einem Lupfer bereitete einer der Spieler somit eine Flanke vor, die der Spieler mit der Nummer 6, Mason Holdgate, per Flugkopfball zu einem Treffer verwandelte. Als nächstes kommen wir zu der wohl unglücklichsten Ecke aller Zeiten. Verantwortlich dafür war der armenische Nationalspieler Aras Ospilis, der bei einer Ecke über die Eckfahne stolperte. Unglücklicherweise griff er dann beim Abstützen nach dem Ball, sodass er ein Handspiel verursachte. Sein Stolperer führte also zum wahrscheinlich schnellsten Ballverlust, den es nach einer Ecke je gegeben hat. Kommen wir jetzt zu der legendären Ecke von Ronald Zuber, einem Spieler der New York Red Bulls. In einem Spiel gegen Chicago Fire spielte er eine sehr ungewöhnliche Ecke. Er berührte den Ball mehrmals und spielte somit offiziell die Ecke an, die schon angepfiffen war. Da einer seiner Mitspieler sich aber zum Eckstoß bereit zu machen schien, reagierte niemand. Zubar gab seinem Mitspieler kurz Anweisungen und rannte dann in den Strafraum. Nach einer kurzen Rücksprache mit dem Linienrichter wurde aus der Ecke dann Folgendes. Nach dem Spiel zwischen den New York Red Bulls und Chicago Fire gab es dann übrigens große öffentliche Diskussionen, ob der Treffer regelkonform war. Gezählt wurde er aber trotzdem. Und als letztes in der Kategorie Ecken kommen wir zu dieser fast schon komödiantischen Ecke, die wahrscheinlich keinerlei weiterer Erklärung bedarf. Kommen wir als nächstes zu den Freistößen und dabei zuerst zu diesem spektakulären Freistoß des ukrainischen Nationalspielers Oleksandr Aliyev. Aus einer Entfernung, aus der so gut wie niemand auf die Idee käme, direkt zu schießen, weshalb es auch keine Mauer gab, verwandelte Aliyev diesen Vollspannfreistoß bei der U20-WM 2005. Als nächstes haben wir einen Freistoß aus einer ähnlich zentralen, aber etwas näheren Position. Geschossen wurde er von Michael Nilsson vom IFK Göteborg in einem Spiel gegen PSV Eindhoven. Das Besondere an seinem Freistoß war, dass sein Schuss dermaßen stark angedreht war, dass er, obwohl er rechts an der Mauer vorbeiflog, links vom Torwart ins Netz ging und damit unberechenbar war. Als nächstes kommen wir nicht wirklich zu einem einzelnen Freistoß, sondern zu einer ganzen Kategorie von Freistößen. Und zwar den indirekten Freistößen im Strafraum, die zum Beispiel gepfiffen werden, wenn ein Torwart den Ball länger als 6 Sekunden in den Händen hält oder wenn er den Ball nach einem absichtlichen Zuspiel seines Mitspielers aufnimmt. In der Geschichte des Fußballs gab es immer wieder kuriose indirekte Freistöße, die sehr oft zu Toren geführt haben. Bei einem Spiel von Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen zeigte Leverkusen aber auch, dass indirekte Freistöße im Strafraum nicht immer zu einem Tor führen müssen. Statt einem Tor mündete dieser indirekte Freistoß nämlich in einem wilden Gewusel aus Schüssen und Spielern. Die nächste Freistoßvariante ist ebenso außergewöhnlich wie genial. In einem asiatischen Ligaspiel blockierten zwei Spieler der Mannschaft, die den Freistoß bekommen hatte, die Mauer. Allerdings nicht stehend, sondern hockend. So konnte ihr Mitspieler genau über ihre Köpfe hinweg den Freistoß verwandeln.
Der letzte Freistoß ist eine Variante aus dem Frauenfußball, die die perfekte Antäuschung beinhaltet. Die vermeintliche Schützin lief dabei auf den Ball zu, bereit zum Schuss, stoppte dann aber ab. Vollkommen unerwartet legte dann eine der Mitspielerinnen, die am Ball standen, zur Seite auf. Die dritte Spielerin in der Kombination hatte dann ein leichtes Spiel und verwandelte den Freistoß. Nach den Ecken und Freistößen kommen wir selbstverständlich auch zu den kuriosesten Elfmetern der Fußballgeschichte und fangen dabei an mit diesem Elfmeter des skandinavischen Fußballspielers Jonas Jokinen, der in einem Spiel einen riskanten Elfmeter wagte. Und zwar sprang er mit seinem Schuss zu einem Rückwärtssalto ab. Erstaunlicherweise ging der Elfmeter trotzdem rein und das Video von Jokinens Strafstoß ging viral. Als nächstes kommt der Duo-Elfmeter, der das erste Mal 1957 von den belgischen Nationalspielern Rick Koppens und André Pieters ausgeführt wurde. Die Idee hinter dieser Elfmeter-Variante ist, dass der Elfmeterschütze den Ball für seinen Mitspieler auflegt, der ihn dann verwandelt. Inzwischen wurde schon in Dutzenden Spielen Duo-Elfmeter geschossen und wir konnten noch keinen finden, der nicht reinging. Das prominenteste Beispiel ist dabei wahrscheinlich der gemeinsame Elfmeter von Lionel Messi und Luis Suarez. Kommen wir jetzt zu Sayeb Awan, der in einem Freundschaftsspiel gegen den Libanon eine sehr akrobatische Elfmeter-Variante ausprobierte. Vor dem Schuss drehte sich der Nationalspieler der Vereinigten Arabischen Emirate um und machte den Strafstoß mit einer schwungvollen Hacke. Vor lauter Überraschung konnte der Torwart nicht schnell genug reagieren und der Ball ging rein. Der nächste Elfmeter ist ein echtes Beispiel für Fair Play. Nach einem Missverständnis pfiff der Schiri einen Elfmeter, weil ein Spieler im Strafraum Hand genommen hatte, obwohl das Spiel nicht unterbrochen war. Da dies den gegnerischen Spielern unfair erschien, entschied sich der Spieler Morten Wieghorst, den Elfmeter absichtlich nicht zu verwandeln. Der letzte Elfmeter auf unserer Liste ist ein Elfmeter von Maciek Adamiak, den gleich zwei Besonderheiten auszeichnen. Zum ersten wurde der Elfmeter auf sehr unübliche Weise geschossen. Obwohl Adamiak nämlich antäuschte, mit rechts zu schießen, schoss er mit einem Ausfallschritt mit links und machte den Elfmeter somit unhaltbar. Neben dieser kuriosen Schusstechnik ist das Besondere an diesem Elfmeter auch, dass er der einzige dieser Art ist, der in einem Elfmeterschießen geschossen wurde. Solche Nerven hat sonst wohl keiner. Wie am Anfang schon angekündigt, kommen wir jetzt zu An- und Abstößen, wobei wir von beidem jeweils ein Beispiel haben. Bei den Abstößen haben wir ein Beispiel, an das sich viele Fußballfans sicherlich erinnern werden. Und zwar das 1:0 von Miroslav Klose bei der WM 2010 gegen England. Vorbereitet, naja, von wem? Von keinem geringeren als Manuel Neuer. Und zwar per Abstoß. Und zu guter Letzt kommen wir zu einem spektakulären Anstoß. Und zwar dem Anstoß des U14 Scottish Cup Finales 2018. Der Anstoßschütze Lewis McLachlan kam vor Beginn des Spiels auf die dreiste Idee, den Anstoß direkt als Torschuss zu nutzen. Zu seinem Erstaunen und dem Entsetzen seiner Gegenspieler, allen voran dem Torwart, gelang sein waghalsiger Plan und seine Mannschaft ging in weniger als 4 Sekunden in Führung. Und das war's mit den kuriosesten Standardsituationen der Fußballgeschichte. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen und schreib uns wie schon gesagt gerne in die Kommentare, wer dein Lieblingsspieler ist. Abonnier auch gerne Wissenswert für mehr und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Wissenswert.